Willkommen zurück zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Beim letzten Mal haben wir uns von einem deutschen Soldaten hier umhauen lassen, was nicht ganz so toll ist, aber hey, was willst du machen? Und habe halt jetzt außerhalb der Aufnahme nochmal eine Steinbecher geholt. Und jetzt müssen wir halt erstmal gucken, wie wir hier weiterkommen. Ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Früher oder später. Dann versuche ich hier in den anderen Steinkreis da reinzukommen hier. Auf die Seite. Das dritte Viertel des ganzen Labyrinthes hier. Damit ich mich dort nochmal ein bisschen umschauen kann. Denn dort haben wir uns bisher halt eher wenig umgeschaut. Raum in den Raum, Lava-Raum, da können wir nochmal rein. Ich glaube, mit Steinbecher können wir jetzt da irgendwas machen. Nämlich haben wir ja schon den Kopf hier eingesetzt. Jetzt den Steinbecher einsetzen mit Podest. Ich sollte meine Hand nicht in einen Lavastrom halten. Okay, können wir den Fischkopf nochmal nehmen? Ach, das geht. Da tröpfelt auch keine Lava mehr raus oder so. Okay. Dann das auf dem Podest. Und zum Fischkopf. Aha. Wir haben einen lavagefüllten Becher. Er ist voller Lava. So. So viel dazu. Hier nochmal ganz kurz rein, einfach damit die Soldate, der Soldat vielleicht irgendwo anders ist. Hat ja gut geklappt. Weil der läuft nämlich jetzt genau da lang, wo ich halt hin will. Dass ich mir diesen Raum hier zum Beispiel angucken kann. So, hier haben wir einen Teich. Hier muss ein Krabbennest sein. Aha. Gott, wie viele aber auch hier sind. Warte. Hup, geht nicht hier lang. Gehen wir jetzt mal hier lang. In den nächsten Teil der Halle. Und auch wieder so viele schöne Räume. Einfach mal abwarten, dass der Soldat hier einfach weggeht. Ja, ein Raum, ne? Zwei. Na. Oh, voll reingelaufen. Halt! Wir mögen keine Menschen, die sich uns in den Weg stellen. Ja, so wie immer. Kennen wir schon. Sie, Herr Jones, mögen wir überhaupt nicht. Das werden wir noch sehen. Bringen wir es hinter uns. Genau meine Meinung. Ich hätte speichern sollen, ne? Na, warte. Oh. Na. Hau ihn um. Ja, geht doch. War ja nur ein bisschen knapp. Er hat nichts Wertvolles oder Nützliches dabei. Ja, dann halt nicht. Dann gehen wir halt, ne? Speichern hier auf jeden Fall mal. So. New Save. MP9. So. Ah ja. Teich mit Wasser. Das scheint die Türen zu blockieren. Eine Fischstatue. Und sie hat einen Mund. Sie hat einen weit geöffneten Mund. Ja, was da wohl rein soll? Die Wächterstatuen haben sie fest verschlossen. Ja. Brauchen wir halt einmal Perlen für. Manch einer mag sich vielleicht denken, wo wir die herkriegen. Und hier ist ein Raum mit ganz viel Nichts. So. Ach, guck mal, da geht's auch noch zum Kanal. Da kommen wir halt auch erst. Ja gut, wir könnten da eigentlich schon lang. Die Frage ist halt, ob man das schon will, ne? Wir können ja mal probieren.
Nein, nicht schon wieder. Jones, sie schon wieder. Schade, dass sie nicht abgehauen sind, als sie noch die Chance hatten. Wissen Sie nicht, wann Sie aufhören müssen? Er hat sie schon einmal niederschlagen. Genug geredet. Na, warte. So, easy, gar kein Problem, first try. Oh, da ist noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Was? Noch so ein Ding? Okay, das heißt, da kommen wir halt erst durch und... Okay, ich verstehe. Das heißt, dann können wir den Raum hier gar nicht begutachten, weil wir da nämlich gar nicht langkommen. Das macht Sinn. So. Dann gehen wir jetzt in den Maschinenraum zurück. Ganz viel Spaß und Freude. Und dann gehen wir nach da oben hin und dann haben wir ja jetzt den Becher mit Lava. Oh, den können wir jetzt mit dem Trichter, glaube ich, befüllen. Nein, benutzen. Nicht befüllen. Jo, sieht gut aus. Schon später. Da. Es kommen jede Menge Perlen heraus. Ich weiß halt auch nicht mehr, ne, wie viele Perlen man insgesamt braucht. Aber wir werden auf jeden Fall hier noch mal ein paar Perlen herstellen. Sieh an. Orichalkum-Perlen. Ich lege sie auch in die Kiste. Wie viel? 10 Perlen. Eine Fuhre holen wir uns noch. Ich weiß, wir brauchen halt noch ein paar. Insgesamt hier im Spiel. Deswegen. Da war doch gerade schon ein Fragezeichen. Oder ist das halt nur so ganz kurz, während er hier lädt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist das halt nicht mehr, ne? Dieser Krabbenraum. Lavaraum. So, selbe Prozedere nochmal. Benutze Steinbecher mit Podest. Und den Fischkopf. Bitte warten, Lava wird hergestellt. So. Und damit nochmal Kehrtmarsch. Nochmal zurück in den Maschinenraum. Dann sollten wir auf jeden Fall erstmal genügend Perlen haben. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Bitte warten. So, benutze Becher mit Trichter. Bitte warten, Perlen werden hergestellt. Dann nimm auch die weiteren Perlen in der Schale. Damit sollen wir dann 20 Perlen haben und erstmal genug. Ich glaube auch genug für das ganze Spiel. Noch mehr Orichalkum-Perlen. Ich lege sie auch in die Kiste. Damit 20, ja? 30 sogar, okay. Das ist eine Menge.
Das ist, glaube ich, viel zu viel, aber hey. Man weiß ja nie. So. Das heißt, jetzt müssen wir noch einmal rum zu dieser komischen Doppeltür, die uns den Weg zum Kanal quasi versperrt. Ja, vielleicht sollen wir hier nochmal kurz den Soldaten abwarten. Man muss ja nicht unbedingt hier einen Kampf heraufbeschwören. Vielleicht nochmal speichern, ist ja auch nicht verkehrt. Lieber immer mehr als immer zu wenig. Man kennt das ja. Speichere oft, speichere viel und früh. Oft und viel, das macht Sinn. Nein, speichere oft und speichere früh, so rum. Okay, gehen wir nochmal zurück und zurück. Ja, okay, jetzt geht er in die andere Richtung. Na. Oh, okay. Der kann jetzt ruhig mal woanders hingehen. Na, der Wachraum. So, benutze eine Perle mit dem Mund der Fischstatue. Schnopp. Knister. Plopp. Oha, irgendwas hat da nicht geklappt. Wahrscheinlich, weil das Wasser hier noch ist, ne? Okay, benutze das Ding mit Aalfigur. Hey, das wird ja ganz heiß. So, da haben wir einen Klumpen. Das ist alles, was von dem Aal-Figur geblieben ist. Ja, nimm doch mal mit. Diesen wertlosen Klumpen brauche ich nicht, okay. Dann benutze ich jetzt eine weitere Perle mit der Fischstatue. Da. Okay, wir sind drin. Und hier sind wir bei Sophia. Eins dieser Statuenteile. Das ist ein Teil einer Maschine. Ja, nimm doch mal mit. Das war mal ein unbezahlbarer Schatz. Ja, wie das immer so ist, ne? Jetzt nur noch ein Haufen Schrott. Die zerquetschte Wache. Da ist nicht viel übrig geblieben. Dann können wir jetzt nochmal mit Sophia reden, vielleicht auch befreien. Sophia? Nun? Ich bin für dich durch eine Meile Schlamm gerobbt. Bin ich das? Das war ein Picknick verglichen mit dem Leben in dieser Zelle. Und sonst? Alles in Ordnung? Mir wird es besser gehen, wenn du diese Zelle öffnest. Hast du mich vermisst? Lass es mich so ausdrücken. Sogar deine Gesellschaft ist angenehmer als diese Zelle. Oh, sie hat mich vermisst. Okay, Käfer, hier sieht schwer aus. Okay, kannst du den öffnen? Bist du sicher, dass das sicher ist? Sicher, lass uns gehen, Sophia. Ich weiß nicht. Diese Tür macht mich ganz nervös. Ich halte das hier schon eine halbe Stunde. Da hättest du schon länger durchklettern können. Klemme einen Stein unter der Tür.
Ich habe keinen Stein. Öffnen wir nochmal einen Käfig. Und wieso soll das jetzt sicher sein? Vertrau mir doch einfach mal. Dir traue ich, der Tür nicht. Oh, sie vertraut mir. Vertraue mir! Nicht, wenn du mich anbrüllst. Dann halt nicht. Pff, volle Zippe. Ist so wahr. Müssen wir halt einen anderen Weg finden, sie zu befreien. Wage es ja nicht, mich zurückzulassen, du. 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 Troglodyt. Okay. Ach, jetzt kommt die Wache ja auch rein. Ist ja toll. Okay. Ein Oktopus. Sieht ziemlich hungrig aus. Toll. Plato beschrieb solche Wasserstraßen. Wahrscheinlich geht diese einmal um die ganze Stadt. Okay. Gucken wir mal beim Haufen Knochen hier, ob wir irgendwas finden. Das ist ein Haufen Knochen. Kannst du davon was mitnehmen? Ich brauche keine alten Knochen. Geh zu krabbenähnliches Floß. Ich komme von hier aus nicht da drauf. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber was tun wir dann jetzt? Hier gibt's auch nichts weiter, ne? Okay. Wir haben noch 27 Perlen, alles gut. Komm hier zurück, Jones. Bei Gelegenheit, wenn du mich weniger anbrüllst. Was haben wir denn noch? Das ist der Statuenraum. Statuenraum ist da, wo der Becher war, glaube ich, ne? Er müsste. Sonst haben wir nur die Maschinen und den Lavaraum, ne? Ja, und den Krabbenraum. Im Krabbenraum brauchen wir erst irgendwas anderes. Das weiß ich noch. Einmal sind sie schon davon gekommen, diesmal wird das nichts. Ach ja. Oh, wissen sie nicht, wann sie aufhören müssen? Tralala. Hoppla, falsch abgebogen, ich geh da mal. Kommen sie zurück und köpfen sie wieder am Mann. Nee, jetzt gerade mal nicht. Halt!
Wir mögen keine Menschen, die sich uns in den Weg stellen. Es hängt? Ah. Sie, Herr Jones, mögen wir überhaupt nicht. Die Animation hängt. Seien Sie sich da nicht so sicher. Ich muss wieder ein Stück zurück. Wie seine Animation einfach hängt, ne? Das war die Luftschleuse Untergrund. Hatten wir da vielleicht noch irgendwas? Bei der anderen Versperrung Dingens, da konnten wir halt nichts machen, ne? Da ist er schon wieder im Weg. Es ist doch nicht wahr. Ja. Ich geh wieder. Tschüss. Lauf weg, du Feigling. Gucken wir mal, dass wir hier halt so eine Position rauskriegen, dass ich nicht gegen ihn kämpfen muss. 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 Es ist ja schon wieder da, es gibt's doch nicht. Ab in den Untergrund. Ja, hier ist halt nichts, ne? Na gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal noch eine Aufnahmepause. Und wir hören und schauen uns dann in der nächsten Folge von Indiana Jones and the Fate of Atlantis dann wieder. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.